Hallöchen Freunde und herzlich willkommen. Ich bin der Lumatan und ich zeige euch heute 5 Tipps und Tricks in Factorio. Diesmal geht es um die neue 0.15er Version. Viel Spaß! Tipp Nummer 1, die Taste Q. Mit der Taste Q könnt ihr zum Beispiel, wenn ihr die Maus über einen Gegenstand haltet, beispielsweise ein Untergrundfließband, drückt die Taste Q, habt ihr dieses in der Hand, wenn ihr es im Inventar habt. Das funktioniert bei allen möglichen Sachen, bei Strommästen, bei Maschinen, bei Knickarmen. Es funktioniert auf jede Distanz. Ich kann hier hinten eine Kiste auswählen, ich kann die hier direkt platzieren. Ich muss also nicht in mein Inventar gehen und groß rumsuchen. Ich kann direkt einfach mit der Taste Q die Sachen nehmen und bauen. Wenn ich das nicht im Inventar habe, dann hört sich das so an. Dann funktioniert das nämlich nicht. Tipp Nummer 2, die Karte. Die Karte öffnet ihr auf der Taste M und ihr könnt in dieser Karte jetzt hineinzoomen und zwar so weit, dass ihr euch quasi selber sehen könnt. Und das geht an jeder Stelle, da wo ein Radar steht, könnt ihr auch reinzoomen und könnt euch da die Gegend angucken, was da so abgeht. Zudem gibt es bei der Karte noch andere Features und zwar hier oben rechts, könnt ihr sehen, kann man sich verschiedene Dinge anzeigen lassen. Zum Beispiel das Logistiknetz, dann sehen wir, wo das Logistiknetz verbunden ist. Wie weit der Radius ist. Wir können uns das Stromnetz angucken. Da sehen wir dann, wo die Stromkabel miteinander verbunden ist. Diese komplette Base läuft jetzt hier oben über ein so ein Stromkabel. Warum auch nicht, kann man ja mal machen. Wir haben die Geschütztürme. Da wird uns angezeigt, wo unsere Verteidigung ist, wo eventuell noch nachgerüstet werden muss, wie das Ganze so aufgebaut ist. Und natürlich auch die Pollution, die wir an- und ausschalten können. Wir haben die Namen der Bahnhöfe und wir haben, wie man hier sieht, die Namen der Spieler. Tipp Nummer 3. Tipp Nummer 3 ist wieder eine Taste. Ihr könnt ja hier oben, könnt ihr eure Produktionsstatistiken pro Minute und so weiter sehen. Ihr könnt aber auch über die Taste K eure Kill-Statistik angucken. Und dort könnt ihr sehen, in welcher Zeit ihr was getötet habt. Ihr könnt sehen, wie viele Bäume ihr kaputt gemacht habt, wie viele Beißer-Nester, wie viele Strommasten ihr kaputt geschossen habt, wie viel Verlust ihr hattet. Das könnt ihr alles sehen über der Taste oder mit der Taste K. Ist, denke ich mal, eine gute Statistik. Hier, wo ist jetzt in den letzten 10 Minuten nicht viel passiert, ist, denke ich mal, eine ganz gute Sache. Tipp Nummer 4. Nummer 4 ist, denke ich mal, das erste, was ihr an Neuerung zu Gesicht bekommt, nämlich euer Strom. Wir haben keine normalen Heizkessel mehr im normalen Sinne, sondern wir haben Heizkessel, die etwas anders aufgebaut sind. Die produzieren nämlich Dampf und in dieser Dampfmaschine, die dahinter steht, wird das Ganze dann zu Strom umgewandelt. Ein Heizkessel kann dabei 2 Dampfmaschinen versorgen, nicht mehr. Früher war es ein bisschen anders. Wir können also an einen Heizkessel nur noch 2 Dampfmaschinen anschließen, können dann aber auch hier mehrere Heizkessel nebeneinander machen und können somit dann einen Strompark quasi herstellen. Der Aufbau ist relativ simpel, wenn man einmal verstanden hat, wie es geht. Ein Heizkessel, 2 Dampfmaschinen und fertig. Und kommen wir zu Tipp Nummer 5. Tipp Nummer 5 ist der Tankwaggon. Ihr könnt jetzt auch in Factorio Flüssigkeiten mit eurem Tankwaggon, ohne die vorher in Fässer zu packen, transportieren. Dieser Tankwaggon hat eine maximale Kapazität von 75.000. Man sieht hier drinnen, wenn man da draufklickt, man kann diesen Tankwaggon entweder komplett zusammenlassen oder man kann ihn aufsplitten in entweder 3 einzelne, 2 einzelne oder komplett zusammenlassen. Dann kann er eine Flüssigkeit komplett transportieren. Wir können theoretisch mit einem Tankwaggon 3 verschiedene Flüssigkeiten transportieren. Dazu müssen wir dann aber auch nur, man sieht das hier ganz gut, 3 Pumpen an das, an den Waggon anschließen. Diese werden dann die verschiedenen Flüssigkeiten, solange der aufgesplittet ist, da rausziehen. Wenn er zusammen ist, dann reicht auch eine Pumpe. Das wird hier drüber miteinander verbunden. Das ist also kein Problem. Dieser Tankwaggon ist, denke ich mal, eine sehr, sehr feine Sache. Man kann ihn halt entweder, wie gesagt, einzeln verwenden oder man kann ihn aufsplitten und kann theoretisch 3 verschiedene Flüssigkeiten damit transportieren. Das wäre es gewesen mit diesen 5 Tipps und Tricks in Factorio. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr gerne liken, kommentieren, abonnieren, was ihr wollt. Ich bin raus, wir sehen uns in einem späteren Video wieder. Also macht's gut, haut rein und tschüss.